Willkommen zu meinem Videotutorial über Notlandungsprozeduren mit dem Helikopter in AMA 3. Dabei werden wir sowohl einen Maschinenausfall, einen Triebwerksausfall, als auch einen Heckrotorausfall simulieren. Die entsprechende Modifikation, der Mod dazu, kann man aus dem Steam Workshop runterladen und der heißt Hell Haley. Den kann ich nur sehr empfehlen, um diese Situation zu trainieren. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Aber zunächst mal klären wir, wie kommt es zu einem Triebwerksausfall? Meistens geschieht dies durch Beschuss von feindlichen Stellungen, wenn man mit dem Helikopter ruhig steht meistens. Und dies kann man vermeiden, indem man einfach die Geschwindigkeit des Helikopters ausnutzt, um schlechter getroffen zu werden, um schlechter ein Ziel darzustellen. Denn die Geschwindigkeit des Helikopters ist seine größte Stärke, zumindest bei diesen kleinen Hummingbirds. Wenn man aber, so wie wir es gleich sehen werden, in der Luft stehen bleibt, so hovert, dann ist man ein leichtes Ziel für alle Flugabwehrstellungen und für alle MG-Schützen. HMGs können einen leicht treffen und können das Haupttriebwerk kann getroffen werden. Und dies können wir hier, wie ihr seht, mit dem Menü, mit der Hell Haley Mod simulieren. Das können wir gleich mal anschalten. Ich warte noch ein paar Sekunden und werde dann den Triebwerksausfall simulieren. Die normale Reaktion eines Piloten wäre jetzt Vollgas geben, auf der Stelle stehen bleiben und versuchen, irgendwie halt zu Boden zu kommen. Das ist falsch. Im Gegenteil, man muss sogar das Gas wegnehmen und die Y-Taste gedrückt halten, sowie in einen Vorwärtsflug mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 km/h übergehen. Ziel sollte es sein, die Rotordrehzahl zu erhöhen, um in der Endphase des Landeanflugs die Maschine abzufangen. Das Abfangen beginnt jetzt und ich denke, es gelingt mir sehr gut. Die Maschine erleidet keinen weiteren Schaden. Der Helikopter, der Pilot und vor allen Dingen die Passagiere hätten bei diesem Notlandemanöver keinen weiteren Schaden davon getragen. In diesem Teil des Videos werden wir nochmal einen Triebwerksausfall simulieren und ich werde euch zeigen, was man tun muss, um die Zerstörung des Helikopters zu vermeiden, die Rotordrehzahl durch Sink sowie Vorwärtsflug zu erhöhen. Dies sieht man hier gleich, wenn ich ranzoome. Na, die Rotordrehzahl, die steigt stetig an. Das ist unser Ziel hier, um die Energie der Rotoren, der drehenden Rotoren mitzunehmen bis kurz vor der Landung. Man muss nur zwei Dinge beachten, um dies zu erreichen. Erstens, man muss den Schub komplett verringern, das bedeutet auf der Tastatur, dass die Taste Y gedrückt gehalten werden muss und zum Beispiel bei einem Joystick muss der Schub komplett verringert werden und auch bleiben. Und zweitens, man muss einen Vorwärtsflug mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 80 bis 90 km/h anpeilen. Dadurch erhält man zum Beispiel im Hummingbird eine Rotordrehzahl von ungefähr 8000 Umdrehungen pro Minute, was hier einen Idealfall darstellt, um nachher die Landung etwas sanfter zu gestalten. In der letzten Phase der Notlandung muss man noch einmal vollen Schub geben, um, wie gesagt, die aufgefangene rote Energie dann einfach in Schub umzuwandeln und den Sinkflug, wie man hier oben sieht, ist er sehr schnell, um diese Sinkrate einfach zu mindern, den Sinkflug abzufangen und einfach die Maschine heil zu landen. Wie ihr seht, musste ich hier in diesem Notlandeversuch die Geschwindigkeit etwas verringern, um nicht natürlich über die Landebahn hinaus zu schießen. Das mindert natürlich die Idealbedingungen für diesen Notlandeversuch. Und ich werde jetzt den Schub erhöhen und die Drehzahl geht nach unten. Ihr merkt das sofort. Aber der Sinkflug wird abgefangen und mit etwas Kollateralschäden bin ich gelandet. Aus diesem Helikopter wäre also jede Crew noch heil herausgekommen. Es müsste nicht zu einem Absturz kommen. Dies klappt sogar
in geringen Höhen, wenn man sofort den Schub wegnimmt, konsequent und kurz vor der Landung dann die Landung mit Vollschub nochmal abfängt. Sofort vom Schub gehen und jetzt nochmal die Landung abfangen. Der Helikopter ist total zerstört, aber wir sind heil am Boden. Das ist die Hauptsache. Kommen wir nun zu einem anderen Notfall, den wir hier simulieren werden. Das ist der Ausfall des Heckrotors. Das ist nicht minder schwer, dieser Ausfall, auch schwer zu handeln. Aber ich werde hier ein paar Tipps geben, wie man eine sichere Landung trotzdem noch hinbekommt. Die erste Reaktion eines Piloten wird wohl sein, steigen, 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 sonst klatsche ich auf den Boden. Das ist hier in diesem Fall auch falsch. Je mehr Schub man auf den Hauptrotor gibt, desto mehr dreht sich der Helikopter. Wenn man in der Luft steht, dreht der Helikopter sich ein wenig. Aber wenn man zum Beispiel in einen Sinkflug übergeht, dreht der Helikopter sich kaum. Und man kann ihn relativ gut beherrschen. Also ist hier auch, wie in dem vorigen Ausfall des Haupttriebwerks, auch im Prinzip ein Sinkflug angesagt, ein kontrollierter Sinkflug. Idealerweise ist hier der Landeplatz direkt unter uns. Und wir konnten direkt in den Sinkflug übergehen, um jetzt nochmal die Motorleistung zu erhöhen. Man sieht, der Helikopter dreht sich sofort bei Erhöhung der Motorleistung des Schubs, aber wir bekommen dann die Landung noch relativ glimpflich hin, ohne weitere Schäden zu verursachen, was das Ziel war dieser Notlandung. In diesem Teil des Videos wird der Heckrotor ausfallen, nicht ganz so glimpflich ausfallen. Ich werde die Maschine, wie ihr seht, nicht gleich abfangen können. Ich versuche hier in einen Sinkflug überzugehen, beziehungsweise möchte ich gerne die Taktik anwenden, dass man Geschwindigkeit aufnimmt. Und wenn man nämlich in eine Richtung mit einer erhöhten Geschwindigkeit fliegt und der Wind den Helikopter umströmt, dann braucht man den Heckrotor im Moment eigentlich gar nicht, um die Maschine zu stabilisieren. Das gelingt mir hier nicht, weil ich muss steigen. Ich hatte nicht genug Höhe, um den Sinkflug hier durchzuführen und Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich muss erst steigen und mich drehen, um jetzt die Geschwindigkeit in eine Richtung zu pushen, sozusagen. Und wie man sieht, bei über 100 km/h, bei dem Hummingbird, merkt man den Heckrotorausfall im gar nicht. Den Trick erkläre ich Ihnen nochmal ganz kurz. Ihr müsst also die gewisse Höhe vorausgesetzt, die Nase in eine Richtung abtauchen und den Schub voll erhöhen, um Geschwindigkeit in eine Richtung aufzubauen und dann wird der Heckrotorausfall überhaupt nicht auffallen und den Sinkflug nutzt ihr dann, wie im vorherigen Teil schon gezeigt, um zu landen. So habt ihr genügend Zeit, eine Landezone zu suchen und, wie hier im Beispiel, noch eine relativ gute Landung hinzubekommen. Und um euch noch kurz zu zeigen, dass das nicht nur mit dem Hummingbird möglich ist, sondern auch mit einem größeren Hubschrauber, hier am Beispiel des Mohawks, habe ich das auch hier mal simuliert, und zwar den Triebwerksausfall. Den werden wir jetzt gleich mal simulieren. So, und im Prinzip ist wieder das Gleiche zu beachten. Man muss in einen kontinuierlichen Sinkflug übergehen, Schub komplett wegnehmen. Eine Geschwindigkeit von, ja, hier muss man schon etwas um die 90 km/h, denke ich, halten. Und kurz vor der Landung nimmt man dann diesen Schub, den man jetzt aufbaut, gibt Vollschub, fängt den Sinkflug ab und man kann auch mal über die Landebahn schlittern. Das macht überhaupt nichts. Die Crew bleibt trotzdem heil.
So, das war's mit meinem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt da was rausgezogen und werdet ein sicherer Helipilot. Und demnächst werden einige Crews besser landen, auch wenn der Heckrotor oder das Haupttriebwerk mal ausfällt. Und ich packe euch noch ein paar Links in die Beschreibung und gebt mir einen Daumen hoch oder Kritik, schreibt es einfach drunter.